Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen. Ich bin zwar wieder euer Nico und heute gibt es eine kleine Runde Herrschaft auf der Map Favela. Ja, ihr seht schon, ich habe die F2000 dabei, aber nur für den ersten Part des Spiels. Nachher wechsle ich noch zu UMP-Klasse, aber dazu gleich noch was. Okay, also ihr seht schon, super fast mode habe ich heute eingepackt, weil... Ja, ich muss schon sagen, dieser erste Part vom Gameplay war nicht der spannendste, sag ich mal. Er war, mal um das Ganze konkret auszudrücken, er war langweilig, richtig. Okay, ja, also als Sekundärwaffe habe ich mir mit der F2000 eingepackt, die PP2000 im Akimbo-Style. Und als Perks habe ich dabei den Plünderer, Feuerkraft und ruhige Hand. Ja, aber ich habe dann gemerkt, ja, ich kann es nicht mit der F2000, da bin ich wohl ein bisschen noobisch. Deswegen dann nachher der Wechsel zu UMP-Klasse. Und zwar habe ich mit der UMP dabei Marathon, Feuerkraft und Ninja. Und als Secondary habe ich dabei die M93 Rafika mit einem Schalldämpfer. Ja, ihr seht schon, wir zocken Herrschaft. Ich sag wir, weil ich habe ein paar Teamkollegen dabei. Manche davon haben sich gedacht, komm, capture ich nicht die Flags. Manche haben sich gedacht, komm, capturen wir die Flags. Das war ein bisschen so durchwachsen. Und da möchte ich gleich mal was an den Standpunkt bringen. Und zwar... wenn ich euch zum Gamen einlade und wir zocken Public, so, dann wird der Game Mode so gezockt, wie sich's gehört. Das heißt, Herrschaft ist Herrschaft und in Herrschaft nimmt man Flaggen ein und macht nicht die Kills. So, dieser Kollege hier, den ihr gerade gesehen habt, ja, Noobtube, das ist aber nicht irgendein Noobtuber, nein, das ist ein Kollege aus meiner Klasse und ich find's auch echt geil, dass du mit solchen prohaften Packs hier spielst. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Skill, Domme. Nein, Spaß. Ja, gut, wobei stehen geblieben. Ja, genau. Wir zocken die Modes, das heißt, wir zocken Sprengkommando. Also werdet ihr nicht auf die Kills gehen. Hey Nico, ihr werdet einfach gucken, dass ihr die Bombenplätze schützt und platziert und was weiß ich alles. Und ihr werdet gucken, dass ihr mir da helft, ja. Weil ich kann niemand gebrauchen, der sich dann in die Ecke mit seiner Sniper hockt und dann hier irgendwie, was weiß ich, den Harry holt oder sowas. Davon habe ich nichts, ja. Wenn ich schon mit Leuten aus hier auf der Freundschaftsliste spiele. Das mal nur so nebenbei. Okay. Na, ihr seht schon, ich habe hier als gleich mal meine Predator gekriegt und jetzt habe ich hier den Harrier. Und auf der 9 habe ich heute auch noch dabei den Pavlo. So wie ihr es wolltet. Keine Nuke mehr. Einige wollten sie noch sehen, aber ich denke mal, die Mehrheit wollte mal wieder ein normales Gameplay sehen. Und ich denke mal, ich habe die Gegner hier ordentlich weggeknistet. Weggeknistet, ja. Naja, wir haben die down geburnt, wie man möchte, weggebashed oder undergetaked, ja. Da gibt es so ein paar Begriffe für fertig machen. Okay, ja, ihr seht schon, UMP hat's ordentlich drauf. Ich denke mal, dazu muss ich nichts mehr sagen. Gut, kommen wir doch jetzt einfach mal zum Clip, den ich gestern gepostet habe. Ja, dieser Clip, der ist jetzt so geteilt angekommen. Manche haben so gesagt, ja, ist eigentlich nichts Besonderes. Andere haben gesagt, ja, war ganz okay. Ich muss sagen, ja, ich habe es mir im Nachhinein auch nochmal ein paar Mal angeguckt und es ist jetzt nicht der Oberburner, ja. Ich denke mal, für so zwischendurch, wie ich es hingeschrieben habe, ist es ganz okay. Ich möchte jetzt auch nicht, dass ihr von mir denkt, ich bin der Elite God Z Snipes XX hat, was weiß ich noch, ja. Nein, bin ich nicht. Ich habe die Kills, muss ich ehrlich sagen, in einer halben Stunde gemacht. Deswegen war das nichts Besonderes und das Editing halt den Vormittag lang. Ja, ich denke mal, euer Feedback war gerechtfertigt, was ihr alle geschrieben habt. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht irgendwie entrüstet oder sowas. Nein, ganz und gar nicht. Okay, kommen wir nochmal auf die Lobbys zurück, die jeden Abend veranstaltet werden. Ja, in den Ferien, die ich jetzt noch habe, das heißt bis Sonntag, wurden ja bisher immer solche Lobbys veranstaltet. Ja, ich bitte euch doch einfach mal, uns noch in Steam zu adden, für die es noch nicht gemacht haben. Und zwar werde ich euch diese beiden Steam-Namen, einmal von meinem persönlichen Account und einmal von Bennys Account, den wir allerdings beide zusammen benutzen. Ich werde die beiden Namen euch einfach nochmal in die Beschreibung posten und ihr könnt ganz locker mal adden in Steam. Aber auch der Gruppe beitreten, die verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung. Also Gruppe beitreten und beide Namen einfach adden. Ich denke mal, das solltet ihr hinkriegen. Ja, und dann wird abends immer mal wieder gezockt. Das heißt, heute wird noch gezockt und an den Wochenenden. Und ja, dann könnt ihr einfach mal immer reinjoinen. Abends, wenn ihr seht, sind viele on. Ich werde euch einladen dann und dann kann man richtig losgehen. Snipert, gewipert, gejipert, geripert werden. Wie immer man möchte.
Und ja, also einfach adden und in die Gruppe kommen. So, das wäre mal so ein Themenbereich, den ich jetzt mal klären musste. Gut, dann kommen wir jetzt auf ein anderes Thema zu sprechen. Ja, Leute, es dauert ja wirklich nicht mehr lange, dann ist die ganz offizielle Release von Black Ops da, also am 9. Ja, viele haben das Spiel ja schon. Wenn ich ehrlich sein muss, ich habe es noch nicht mal bestellt. Hört sich jetzt vielleicht dumm an für einen Commentator, der das Spiel jetzt noch nicht mal bestellt hat. Aber ich muss selbst zugeben, ich bin da nicht so der Suchti, wo sagt, ich muss das Spiel unbedingt früher haben, ja. Ich sag einfach so, ich werde es mir wahrscheinlich heute bestellen. Und ich werde mir die deutsche Version bestellen. Ich habe kein Blut nötig. Ja, ich bestelle mir heute die deutsche Version, ganz locker. Und ich habe keine Ahnung, wann die ankommt. Ist mir auch egal, Hauptsache sie kommt an. Und dann werdet ihr auch, hoffe ich mal, schon bald das erste Gameplay sehen. So. Was mir jetzt ganz wichtig ist, und das ist absolut die heutige Videofrage. Das ist absolut die heutige Videofrage. wofür das absolut steht. Leute, keine Ahnung. Naja, jedenfalls, ja, die Videofrage ist, und das ist ganz wichtig, ich möchte, dass das jeder beantwortet. Wollt ihr, dass ich diesen Singleplayer-Let's Play, sobald das Spiel draußen ist, also am 9., also ich werde dann am Wochenende anfangen, ja, wenn ich dann zocken kann. Wollt ihr, dass ich dieses Game Let's Play, das ist jetzt eine Frage, da muss schon eine absolute Mehrheit da sein, damit ich das mache, deswegen äußert euch am besten alle. Ja, ansonsten, wenn ihr keinen Bock drauf habt, werden ganz normal Multiplayer-Gameplays kommen, wie sonst auch von Modern Warfare 2 und so weiter. Aber das wäre mir mal ganz wichtig zu wissen. Ich persönlich hätte Bock, das Ganze zu Let's Playen, aber da muss ganz einfach eine gewisse Zuschauermenge da sein, die das auch sehen will. Weil ich meine, wenn das Spiel nur rauskommt und ihr holt euch das alle und zockt die, zockt den Singleplayer alle alleine und habt gar keinen Bock, das anzugucken, dann macht das ja irgendwo keinen Sinn, wenn sich das dann 20 Leute angucken und ja. Ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Ja, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ja, ich möchte, dass du das Spiel Let's Playst, weil ich will mir erstmal ein Bild davon machen. Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es davon nicht so viele, aber ja, wie gesagt, erzählt mir einfach, ob ihr das Ganze sehen wollt, dieses Let's Play, oder ob ihr es nicht sehen wollt. Und für die, die wissen wollen, was mit Bennys Let's Play los ist, ja, Benny ist in den Ferien, war der ziemlich beschäftigt, hatte ein Praktikum zu absolvieren und ist auch jetzt das ganze Wochenende weg. Deswegen möchte ich ihn dafür entschuldigen. Er hat nicht besonders viel Zeit, Gameplays hochzuladen, beziehungsweise das Let's Play hochzuladen. Ja, ganz einfach sorry dafür. Und ja, das war's im Prinzip eigentlich auch schon fast wieder. Wie ihr gesehen habt, ich habe einige Kills gemacht, mein Air-Support macht einige Kills und so weiter. Und ja, ich denke mal, es war eine ausgewogene Partie. Der Gegner war auch in Position einnehmen ganz gut unterwegs. Aber im Endeffekt konnten wir die Partie für uns entscheiden. Und ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen und die Commentary hat euch hoffentlich auch gefallen. Wenn das der Fall ist, bewertet das Video entsprechend. Am Ende heißt es, glaube ich, 54 zu 15. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder im nächsten Gameplay, Let's Play, was weiß ich. Beantwortet mir bitte die Videofrage und bewertet das Video. Wir sehen uns. Ciao.